Guten Morgen, Leute. Es ist gerade mal 4.12 Uhr. Ich habe ein bisschen Durst, also eigentlich schon ziemlich fest durch, ein bisschen Hunger. Ja, ich würde sagen, wir machen Leerfeuer. Ach so, warte, wir füllen kurz unser Feuer auf. Dann machen wir hier auch erstmal Feuer, damit wir auch wieder ein bisschen was sehen. Gut, die Frage ist, ob wir wirklich Feuer brauchen. Ihr seht es auch hier im Wasser, destilliere ich ein bisschen Wasser. Weil, also die Sonne geht eh bald auf. Du, und ich hänge hier schon wieder fest. Was soll das, Mann? Okay, wir haben Anzündhölzer, hätten wir hier jetzt noch. Sollen wir nochmal? Ja, komm, wir machen jetzt einfach nochmal Feuer, scheiß drauf. So, Feuer ist gemacht, Alter. Oh, da ist noch ein Setzling für eine Palme, den brauchen wir. Wo ist es jetzt hingesprungen? Ah, hier. Okay, weil, wie ihr unten seht, wir haben jetzt vier von diesen faserigen Blättern. Das heißt, genau, wir können hier eine Schnur craften. Und jetzt können wir hier auf Transportmittel und uns hier einen Fluss bauen. Ich weiß allerdings gar nicht, ob das, ob das jetzt wegschwimmen kann. Okay, es passiert irgendwie einfach gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir das noch irgendwie jetzt nehmen können. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem? Ja, keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall sehen, wenn es Tag ist. Genau, wegen dem Trinken. Ich glaube, wir trinken jetzt erstmal noch hier. Weil das bringt, glaube ich, ziemlich mehr, oder? Ja, okay. Ein ganzer Dings bringt es praktisch. Okay, ist jetzt auch schon bald 5:30. Also die Sonne sollte jetzt dann wirklich mal aufgehen. Aber ich sehe halt noch nichts. Ich weiß auch nicht, ob wir für das hier irgendwie so ein Paddel brauchen oder so. Das könnte halt auch sein. Ich gucke mal kurz nach, ob es sowas überhaupt gibt. Okay, Leute, es gibt halt wirklich ein Floßruder. Das pinne ich mir auch gleich an. Ah, okay, die Sonne geht auch gleich auf. Ich weiß halt genau, hier haben wir noch Stoff. Und Stöcker bekommen wir sowieso. Das ist ja nicht das Ding, das Problem. Weiß gar nicht, vielleicht können wir hier den Holzstamm noch ein bisschen zerknüppeln, Alter. Okay, nee, ich glaube, es passiert nichts. Ah, doch. Okay, hat noch 2, 3, 4. Ja, 4 Stöcke geben. Nice. Alter, es sieht halt schon echt sick aus, Alter. Echt paradiesmäßig. Nice. Oh Gott, ich habe das viel zu weit oben gebaut. Naja, okay. Okay, wir brauchen jetzt nur noch ein Seil. Und für das brauchen wir noch... Ah, hier ist noch ein Palmensetzling. Leute, ist auch wichtig, dass wir die immer mitnehmen. Und... Ja, die Yucca-Bäume haben neue Blätter bekommen. Nice, direkt wieder wegnehmen. Alter, also so eine Yucca-Pflanze gibt halt schon echt viel. Wir müssen auf jeden Fall dann auch, wenn wir jetzt dann aufbrechen, diesen Container noch kurz leeren da vorne, die Kiste hier. Und sowieso auch das komplette Inventar rausmachen. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Wow, ich habe mir jetzt so ein Floßdings gebaut, aber das kann ich hier gar nicht platzieren. Das geht ja gar nicht. Ja, toll. Ja, wie soll ich denn das jetzt, also, geht das kaputt? Ja, ich muss es kaputt machen, wir können hier gar nicht schwimmen. Als ob, wir haben aber auch nur einen Schwimmer zurückbekommen. Als ob. Och man, jetzt müssen wir uns trotzdem noch so ein Holzfloß bauen, Alter. Ist doch scheiße, Mann. Okay, wir das brauchen wir 14 Stöcke. Okay, warte mal, den fällen wir hier einfach mal so einen Baum, den hier. Junge, ich triff den nicht, was ist los? Hallo? Junge, bist du behindert? Kann ich den nicht fällen? Kann ich dich fällen? Nee, hä? Ah, den kann ich fällen. Okay, wir brauchen jetzt halt noch 14 Stöcke, also noch 10. Oh Gott, das wird lange dauern. Ich will halt eigentlich auch nicht diese Palmen fällen, weil die geben zwar viel Holz, aber die können uns halt auch Kokosnüsse geben. Deswegen fälle ich lieber diesen Fiktusbaum, den bringt uns sonst nämlich nichts, glaube ich. Ich glaube, da es hier auch schon wieder regnerisch aussieht, nehmen wir von diesem Yucca-Baum auch nochmal die Dinger mit. Weil dann können die gleich nachwachsen, falls wir auf der anderen Insel sind und es regnet. Leute, wir haben gar keinen Platz mehr im Inventar, aber wir haben jetzt scheinbar auch genug, um einen Floß zu bauen. So, das heißt doch, wir machen uns einen Floß. Ja, lol. Okay, diesmal setzen wir es auch ins Wasser, aber ich hoffe mal einfach, dass das da nicht wegtreibt. Lol. Ja, was habe ich gesagt? Das treibt halt jetzt wirklich weg. Okay, aber ich kann auch hier kein Floßruder aufbauen. Ja, toll, jetzt werden wir einfach in diese Richtung getrieben, oder was? Oh, bitte stell hier an. Ja, nein, es fährt durch. Wie kann ich das wegmachen? Kann ich das irgendwie wieder mitnehmen? Kann ich es schieben oder so? Ne, ich kann durchgehen. Nein, jetzt bleibt doch hier. Oh Gott. Okay, warte mal. Ich hoffe jetzt, Alter, was ist denn los? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier bleibt. Wir müssen das auf jeden Fall im Auge behalten. Ich leere jetzt mal die Kiste und das komplette Inventar und dann sehen wir uns wieder. Wenn es hoffentlich noch nicht weggetrieben ist, sonst wäre scheiße. Ich hoffe jetzt einfach mal, das Zeug despawnt nicht. Das wäre nämlich nicht so praktisch. Ich habe jetzt nur meine Axt und meine Hand dabei und diese Kiste. Und dann gehen wir jetzt mal an Bord.
schieben das Floß so ein bisschen an und ja, hoffen mal, dass uns das Floß irgendwo hinbringt, an den nächsten Ort am besten. Na Junge, aber ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt wirklich steuern kann. Also wir werden dann ja einfach irgendwie treiben. Das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn der Sache hier. Hallo, kannst du jetzt dich mal irgendwie lösen von diesem Boot hier? Na nice, jetzt hängt das hier fest oder was? Ich bring's nicht weg, Junge. Dann nehme ich den da wieder dran. Ja lol, wir können doch noch nicht auf die Insel. Hä, wieso denn nicht? Das ist ja übertrieben scheiße. Naja, da müssen wir wohl erstmal noch ein Weilchen warten. Naja, was soll's. Oh Gott, ich bin auch wieder am Verdursten und am Verhungern. Okay, das heißt, Leute, wir müssen uns wieder ein paar Kokosnüsse aufknacken. Oh Gott. Oh lol, ich habe jetzt gerade 4 hintereinander getrunken. Lol, guck mal, wie schnell das Wasser rausgeht. Und ich hatte jetzt scheinbar irgendwie Durchfall oder so. Und er hatte gesagt, ja, das werde ich jetzt nicht mehr in den Mund nehmen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Der Destillierer ist leer. Die Kokosnuss will er irgendwie nicht mehr essen. Oder trinken. Ja, scheiße. Kommt man denn noch zu Wasser in diesem Spiel? Ja, das Problem ist, Kokosnuss ist echt eigentlich nicht so eine gute Ernährung. Wir brauchen einfach, erstmal bräuchten wir so viel Kokosnuss. Und zweitens mal, ja, bringt es halt auch kaum was. Okay, da oben sehe ich aber auch schon wieder neue Kokosnüsse. Das ist relativ gut. Ich hol die kurz runter hier. Okay, stimmt, hier war ja auch noch ein Yucca-Baum. Den ernten wir jetzt auch erstmal noch kurz ab. Okay, es hatte scheinbar auch wirklich nur diese eine Pflanze neue Kokosnüsse. Sonst keine. Ach man, Leute. Was sollen wir denn machen? Ich sollte vielleicht auch nicht so viel rennen, dann verbrauche ich nicht so viel Wasser, oder? Naja. Ich überlege mir auch gerade, vielleicht müssen wir einen Wasserbeutel machen. Vielleicht können wir dort dann irgendwas reinnehmen. Aber ich glaube, wir haben eben nur ein Lederdings, oder? Nur ein so Ledergurt. Ja, wir haben nur ein Leder. Scheiße. Könnten wir dieses andere Gerbegestell machen, oder wie das heißt? Ah, Leder könnten wir auch craften. Aber für das bräuchten wir Rohleder. Keine Ahnung, wo wir das herbekommen. Okay, also Gerbgestell, das wäre nicht mal so schwierig. Könnten wir vielleicht sogar machen. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Sinn das es macht. Ah, die Frage ist halt auch, was sollen wir jetzt dann machen? Weil ich meine, ja, wir haben halt kein Wasser, ne? Bin jetzt wieder ein bisschen abgekühlt. Alter. Wir könnten dann auch mal noch heute in dieses Schiff hier vorne. Ich weiß halt auch nicht, was es hier noch gibt, Alter. Das hat es aber scheinbar auch komplett zerstört. Oh ne, ich komme nicht mehr raus. Oh ja, das war knapp, Alter. Ja, du, also. Ich würde sagen, wir nehmen gleich nochmal dieses Schiff da unter die Lupe. Weil rüberschwimmen einfach so will ich nicht, weil das wird safe in die Hose gehen. So, aber erstmal muss ich mir jetzt ein bisschen abkühlen. Und vor allem sollten wir wirklich jetzt da mal was trinken, ey. Das wäre echt wichtig. Vielleicht könnten wir jetzt dann auch bald mal. Oh ne, weil ich wollte nicht das. Wir müssen jetzt einfach halt wirklich wieder Kokosnuss nehmen. Wir dürfen einfach nicht mehr zu viel aufs Mal nehmen, weil dann kotzt unser Typ wieder. So, dann verarbeiten wir die auch gleich weiter. Ja, das Ding ist, eigentlich sieht es jetzt wieder gar nicht mehr so schlecht aus, aber das Problem ist, Kokosnuss und so, das hält einfach überhaupt nicht lange. Das wird einfach schnell wieder alles weg sein, die Nahrung und das Trinken und so. Das heißt, so ein bisschen das Problem, das wir dann auf lange Sicht sicherlich haben werden. Naja, wir müssen auf jeden Fall mehr Wasserdestillierer aufstellen und hoffen, dass es mehr regnet. Dann halt wirklich, würde ich richtig gerne mal, das Floß ist ja immer noch da, ich würde richtig gerne mal auf eine andere Insel gehen, aber ich weiß halt nicht wie, Alter. Ich sollte mich da mal informieren, aber ja, was soll ich dazu noch sagen, weil wir könnten dann auch mal noch einen Anker bauen. Aber ich glaube, eben für das bräuchten wir so ein Floß oder so Zeugs. Ich glaube, da reicht halt nicht dieses Floßfundament. Aber vielleicht so eins könnten wir machen. Warte mal. Wir haben doch hier irgendwo einen Hammer. Wo haben wir unser Hammer hingemacht? Da hinten. Okay, haben wir hier per Zufall noch gerade Stöcke? Ne, okay, warte mal. Wir müssen noch kurz einen Baum fällen. Wir brauchen nämlich 4 Stöcke insgesamt. Da können wir nämlich scheinbar ein richtiges Floß machen. Oh, guck mal. Wir haben jetzt hier ein richtiges Floß. Die Frage ist, wo setzen wir jetzt hin? Wo setzen wir das jetzt hin, damit es nicht wegtreibt? Geht das hier? Ja, aber da treibt es safe auch weg. Ah, ich verstehe es. Das ist wie einfach der Boden, der jetzt auf das Fundament kommt. Oh mein Gott.
Ich hoffe, das schwimmt dann jetzt nicht weg. Das wäre scheiße. Ja, klar. Okay, was brauchen wir jetzt für so ein Steuer? Weil jetzt geht es safe. Okay, wir brauchen noch ein Seil und einen Stoff. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich habe Angst, dass das Ding einfach wegschwimmt. Ich bin stuck. Hilfe. Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Schnell, schnell. Scheiße, ich habe meinen Hammer fallen lassen. Okay, Leute, wir haben das Floßruder. Okay, jetzt schnell. Schnell. Bevor das es wegtreibt. Geht das jetzt? Ja. Jetzt geht das. Let's go. Junge, bitte helfen Sie mir. Spannende Gefahr. Okay, jetzt bin ich auf dem Floß. Halte E zum Bedienen. Ich würde jetzt aber gerne... Och Mann. Wie komme ich denn hier jetzt weg? Okay, ich müsste jetzt gucken. Ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt über Nacht wegschwimmt. Was brauchen wir denn alles für einen Anker? Okay, noch 6 Steine und 4 Seile. Also die Seile haben wir ja wahrscheinlich sogar. Können das machen wir jetzt einfach heute noch. Scheiß drauf. Ich mache jetzt erstmal noch 4 Seile und suche mal Steine. Dann gebe ich euch Bescheid, wenn ich das habe. Okay, Leute, ich habe gerade sogar noch 2 Schnüre gefunden. Nein, es schwimmt weg. Nee, noch nicht. Okay, Alter, jetzt müssen wir aber Gas geben. Das Problem ist auch, ich weiß gar nicht, ob wir genug Steine haben. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Schnell, ich muss jetzt einfach Steine finden. Nein, Leute, das ist doch ein Scherz. Ich finde halt einfach keine Steine. Ja, Leute, ich bin jetzt einmal um die Insel gerannt. Oh ne, das Floß ist nicht mehr hier, oder? Ja. Scheiße, ey. Nein, unser Floß. Och, Mann. Oh. Ja, jetzt wissen wir zumindest, was wir brauchen. Och, Mann, Leute. Okay, das war's mit dieser Folge Stranded Deep. Tag 4, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.